Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil vom Supermarket Simulator. So, ich habe wieder was gespart. Wie versprochen für die nächste Lizenz und so weiter. So, jetzt werde ich erstmal Folgendes machen. Damit die erstmal was zu tun haben und ich jetzt nicht nur die Lampe kaufe. Werde ich hier mal schon mal was bestellen. Und ich werde dazu übergehen müssen, dass ich eine Regalseite ein Produkt mache. Jetzt geht doch langsam alles aus. So, jetzt machen wir erstmal den Ausbau. Ja. Und die Lizenz wollten wir haben. Die nehme ich schon mal, dass ich mal weiß, ob ich hier jetzt noch einen Kühlschrank brauche. Das ist tatsächlich nochmal Wasser. Gut, dann werden wir da jetzt umbauen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Gut, dann hole ich jetzt nochmal einen kleinen Kühlschrank. Erstmal, ich kann dann später noch einen zweiten holen. Und werde dann da das Dings reintun. Das, na. Das Sushi, wie ich gesagt habe. Und sollten wir dann später noch einen Schrank brauchen? Habe ja ein paar halbe, ne? So, damit die jetzt erstmal was zu tun haben. Während ich mich hier kümmere. Weil es ist jetzt so viel leer gegangen immer. Und bei dem Hähnchen habe ich auch überlegt, das sind ja nur 8 Stück, die da drin sind. Da werde ich nochmal 2 Gefriertruhen holen. Dann haben wir da 24. Von anderen Sachen haben wir da auch 30 und so im Regal, ja. Also von daher. Aber dann muss ich da erstmal den Platz haben. So. Jetzt nehmen wir erstmal die Lampe. So, dann stellen wir das hier um erstmal. So, ich muss mir das merken, dass die hier, wo die Milch drin ist, dass das auch kleine sind. Beziehungsweise die Milch stellen wir ja jetzt um, ne? Dann kann ich hier jetzt nämlich die Gefriertruhe hinstellen. Juppie. Und sogar noch 2 neue kaufen. Dann würde ich nämlich ja, da muss ich das total umstellen, damit das passt. Nee, gar nicht mal. Ach doch. Na, okay, das mache ich dann am besten ohne euch. So, dann brauche ich hier noch ein Regal. Ich habe so ein bisschen, also hier habe ich noch mal Brot und Öl zusammengestellt. Und dann habe ich mal ein bisschen die Regale verschoben. Da das Klopapier hier erstmal und hier erstmal
schon mal von hier die Drogerieartikel rüber, dass ich jetzt erstmal hier nur, soweit es geht, Lebensmittel und Getränke habe. So, jetzt bestellen wir mal noch ein Regal. Hätte ich immer gleich machen können, ne? Regal. So, das hier hatte ich noch nicht bestellt. Ja, die Produkte da erst umstellen wollte. Also die Getränke, ne? Und die Getränke ja hier alle in dem Karton sind. Bis auf die kleinen Biere. Dun, dun. So. Und ich weiß nicht, ob ich noch ein Lagerregal brauche. So, dann baue ich erstmal sowas. Wo war jetzt die Lücke da hinten? So. Und du bist die eine Geschichte. So. Hier würde ich jetzt das. Genau, hier räume ich jetzt, warte, das Sushi. Schnell weg. Dann haben wir hier das Sushi. Das wird ja auch immer schnell leer. Dann räume ich die Milch jetzt hier rüber. Ich weiß, das passt nicht, aber wenn ich dann sowieso immer eine Seite voll habe. So, die Milch. Irgendwie hatte sich das hier verschoben. Keine Ahnung warum. Die Milch war der Karton, ne? So, dann komm mal her. So. Okay. Dann haben wir das. So, und dann gucken wir mal, was wir brauchen, was das für Kartongrößen sind, weil ich glaube, ich brauche noch ein Lagerregal, obwohl hier ist ja das noch frei. So, wir haben den Kuchen. Kuchen, nochmal Chips. Nougatcreme, da so, das sind die Sodadosen. Und jetzt die Wasserflaschen. Und da geht das Geld nämlich schon zur Neige. Das sind die Dosen, was sind denn das für Kartons? Warte mal, was für eine, also das sind große. Ja, da brauche ich noch ein Lagerregal. So, dann bestelle ich noch zwei Lagerregale. Hier ist was los heute, die waren gar nicht geplant. Aber das muss jetzt sein. So, einmal. Ihr seid fertig. So, du kommst hier hin.
Dann steht das hier halt wieder über, kann ich jetzt nicht ändern. So, dann stößt man sich wieder die Rübe. So, und eins wollte ich hier noch reinstellen. Und dann passen nämlich alle Produkte rein. Und dann habe ich nämlich keine Lagerkapazitäten hier. Das muss ich dann bei den Großen zumindest dann mit Regalen lösen. Deswegen, wenn man das, ich wollte das ja erst nur außen rum machen, aber da gehen weniger, und dann in der Mitte noch eins, zwei, aber da gehen weniger Regale rein, als wenn man das so macht. Das habe ich ausprobiert. So, ihr seid hier untätig. Dann gucken wir mal, ob wir euch noch was zu tun geben können. Erstmal, während ich da auch wurstle. Das und das. So. Das und so. Und das. Da, 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 da. Weil der Käse war auch alle, da haben sie gemeckert. So, okay, dann mach erstmal die Rutsche hier. So, oh, oh, oh. Warte, wir haben hier Chips, also wir nehmen erstmal das Wasser. Oh, mit dem rosa Deckel. Dann haben wir hier das Wasser. So, und ich glaube, ich hatte hier nur noch ein Fach frei. Genau, mit der Kartongröße. So. Dann. So, dann haben wir noch mal Chips, Nutella. Also die Nutella. Oder das Nutella, keine Ahnung. Da streiten sich ja die Geister. Ist aber egal, ihr wisst, was ich meine. So. Dann Kuchen. Die ganzen Kartonkuchen, die kann man ja auch schön zusammenpacken. Zwei Kuchen, Chips. Dann die Getränke. So, warte mal. Ich habe überlegt, alles, wovon ich drei habe, dass ich entweder die komischen Puderzuckersorten da drunter packe oder so. Also ich habe jetzt hier noch ein Fach frei. Hier. 5, 6 Fächer. Hier ist nichts frei. Das muss also erstmal alles in die Mitte. Das muss erstmal alles in die Mitte. Also jetzt nehmen wir erstmal die Getränke. Ja, genau gegenüber von dem Dingens. Okay. Also großer Karton. Den bestellen wir schon mal. Hier reichen die Kartons. Guck mal, sind 22 Stück drin, ne? In den Dingern sind ja auch nur, in dem Klopapier und so sind ja auch immer nur 4 drin. Und in dem Händel. So, dann nehmen wir die Cola. So, der kommt hier hin, die scanne ich dann gleich. Dann können wir den Karton daneben stellen. Und dann scanne ich es nochmal und nochmal, weil da genau 24 reingehen. So, dann haben wir hier die Kuchen und die Chips. So, dann würde ich die beiden Kuchen, so, packen wir hier mal die. Nein, nee, die packe ich jetzt hier hin. Weil das Regal ist schon soweit fertig. Da muss ich mir nur überlegen, was da hinkommt.
Und da die Größe jetzt hier voll ist, mache ich hier weiter mit der Größe. Und dann haben wir die beiden Kuchen. Wo habe ich denn diese anderen viereckigen Kuchen? Und da kommt ja noch das dazu. Hier sind die von der Demo. Das gelbe Paket. Oh, das ist ne. Das ist die Größe. Jawohl. Und das ist auch so ein Tütending. Zack, zack. So. Okay. Lass mal überlegen. Also ich würde jetzt mal das Hähnel hier hinstellen. Dann würde ich hier die Eisgeschichten machen. So. Erstmal weg. Und das Eis. So. Eis, Eis, Baby. Dann machen wir hier die Pizza gegenüber. So, dann machen wir hier dreimal Hähnchen. So. Dreimal Hähnchen. Aber ich will das halt noch anders sortieren. Pizza. Pops. Und die soll da vorne hin. Dann haben wir hier so, dass es so ein bisschen sortiert ist, ne? So, dann haben wir hier die drei Eis und die drei Pizza. So, dann kommen hier die Hähnchen, hier sind die Pommes, passt dazu und hier ist das andere. So, dann bestellen wir jetzt noch. Zwei, also heute ist Möbeltag hier. Zwei Gefrierschränke, dann ist aber auch bald Schicht im Schacht hier. So. Warte mal, das machen wir schon mal. So. Man sollte das auch aus dem Karton packen. Das passiert mir immer wieder, ne, wenn ich aufbaue. So. So, dann packen wir hier jetzt noch Hähnchen rein. Dann haben wir hier 24 Hähnchen. Na, guck mal, hier haben wir auch 24. Alleine in einer Truhe. Dann dürfte das nicht mehr so schnell ausgehen, weil Hähnchen ist ständig aus.
So, dann haben wir hier noch die Cola und noch die Sprite. So, dann lass mal gucken. Dann bestellen wir noch. Wie viel brauche ich denn dann noch? 4 Packungen Hähnel, ne? Wenn ich mich da jetzt nicht verzählt habe. Ich mache jetzt erstmal die Regale voll. Und dann gucke ich, was ich noch über habe am Geld, um dann nochmal einen zweiten Karton reinzumachen. Ja. Das ist voll, das ist voll. Ja. Kuchen und der Käse, so. So, jetzt müssten die Hähnel, ja, das Geld ist nämlich ganz schön knapp, die Hähnel da landen. Dann würde ich jetzt nämlich das so machen. Die räume ich jetzt nämlich mal ein. Einfach, dass da. So. Okay, so. Okay, dann haben wir hier alles voll. Ja, hier sind nämlich überall 24 Sachen drin. Dann haben wir jetzt von den Händeln auch 24. Das ist gut. Das ist gut. Und den Platz haben wir ja hier, ne? Also, wir könnten sogar noch mal welche hinstellen. So. Okay, ihr seid wieder fertig. So, hier ist jetzt das Wasser auch drin. Okay, und dann werde ich das so wie hier machen. Eine Reihe. Da muss ich mir mit dem Sortieren auch nicht so einen Kopf machen. Und dann reicht im Lager hoffentlich auch weiterhin nur eins, dass ich mir nicht so einen Kopf machen muss. So, erstmal gucke ich, was ist leer? Warte mal, wir hatten doch jetzt hier. Okay. Und Wasser sind 16 über. Das ist aber eine komische Zahl. Da sind doch 24 in einem Karton. Hä? Und hier sind drin 8. Ach nee, 16. Hat er das irgendwie geändert? Beim Wasser standen doch auch mal 12 drin, oder? Irre ich mich jetzt, weil von den Getränken hier sind doch immer 12 drin. Ich war der Meinung, beim Wasser war das auch so. Na, okay. So, deswegen hätte ich jetzt damit gerechnet, dass ich nochmal Wasser bestellen muss. Hat der da irgendwas an den Kartongeschichten geändert, an den Größen? So, dann brauchen wir das nochmal. So, und dann bestelle ich hier wieder jeweils einen zweiten. Weil das ist hier nämlich ein bisschen doof zu gucken, wo ist ein zweiter hinter und wo nicht. Hier ist ein zweiter hinter, hier sind da auch. Weil ich kann hier nicht nach der Anzahl gehen, weil die Auffüller sind leider auch nicht so intelligent, dass die stellen noch 2 Kartons rein mit je einem Stück. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist leider so. So, dann würde ich hier nochmal die ganzen Müsli waren auch alle, aber ich habe jetzt nicht mehr so viel Geld. Ich mache das jetzt erstmal wie gehabt, dass ich. Was ist denn das Fertigfutter?
Nochmal die Geschirrtabs hier, ne? 2x6. Nochmal Sushi bestelle. Und nochmal Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee hier. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Von jedem Kaffee noch ein da. So, jetzt haben wir hier nämlich schon 1400. Ich kann jetzt echt kein Geld mehr ausgeben. Es ist alle, alle. So, ihr geht nicht los. Sehr schön. So, jetzt ist die Zeit eigentlich schon rum, aber wir beenden den Tag jetzt hier noch. Weil das will ich ja jetzt wissen. So, also wir haben jetzt Händel. Hier neues Wasser und Co. So, muss gleich nochmal ein Thumbnail machen. Moment. Nee, das geht so nicht. So, dann ist das das Thumbnail von den neuen Produkten. Okay, hier haben wir jetzt auch genügend erstmal. Das sind dann nämlich auch 16, das sind 20. Ja, okay. Okay. Dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Also wir haben ja momentan hier, das Leveln geht jetzt viel schneller. Also warum hat man sich am Anfang eigentlich so abgekämpft? Hätte man gewusst, dass das kommt? Hier ist ein Kundendurchfluss am Tag. Das ist Wahnsinn. So, Nutella. Die Nutella und Erdnussbutter und so, es geht richtig unter hier in dem Regal. Wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen. Bim, bam, 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 bam. Ja. Nach dem Part werde ich dann wieder zwischenspielen. Und für den nächsten Ausbau und die nächste Lizenz sparen. Ich habe mich wahrscheinlich, das ist mir jetzt einmal passiert, als ich hier ohne euch gespielt habe. Da habe ich mich wahrscheinlich so vertan beim Rausgeben. Da habt ihr. Das geht auch nur mit Bargeld. Mit Dings hier mit Karte muss man ja genau den Betrag eingeben. Da habe ich mich wahrscheinlich so vertan beim Rausgeben. Da ist die total wütend rausgerannt und hat gesagt, das ist Diebstahl. Nee, Karte. Dass man dann, wenn man sich so sehr vertut, also so 1, 2 Cent, okay, aber. Wenn man sich so extrem vertut, sollte das eigentlich auch nicht gehen. Da sollte der auch irgendwie eine Sperre reingeben. So. Das mit dem Cent Minus, den die mir geben, hatte ich jetzt nicht nochmal. Schauen wir mal. Und dann gucken wir auch mal, was wir da für eine Lizenz machen. Das nächste Mal. Ba, ba, bam, bam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jawohl. Für 8. Ein Sandwichbrot und dann mit Karte. Also 9 Chips, jawohl. Bitte sehr, der Herr. 1, 2, 3, 2. So, Tee, Fertigfutter, Chips, jawohl. 3 Käsepizza. Zack.
Ist schon wieder so spät? Geht schon wieder das Licht? Wieso geht denn das? Ach nee, das ist die Sonne. Ich dachte, das Licht ist jetzt hier angegangen. Ist die Sonne hier rein? Das Licht geht ja erst in einer Stunde an. So, zack. 59,88. Na, heute sind gar nicht so große Beträge. Sonst hatte ich immer mindestens über 100. Oder vielleicht habe ich heute die anderen an der Kasse. Sechs, jawohl. Jetzt ist das Licht angegangen. 37,63. Da wird beim Kuchen zugeschlagen. Bitte schön. Und die Sechser Sodadosen. So, ich hatte jetzt schon einiges an Händels, ne, was hier über die Theke gegangen ist. War nicht so sch die schlechteste Entscheidung, würde ich sagen. Jawohl, jawohl. Das rosa Wasser hat noch keiner gehabt an meiner Dingens oder ich habe durch das schnelle Getippe das übersehen. Jawohl, 30, 49. So. Nimmst du jetzt, danke. So, jetzt kommen hier wieder die altbekannten Beträge. Käse. Tak, tak, tak. 60,45. 30,06. So, 233, 12, jawohl. Für das bisschen. Zwei, 40, 1, 2, 3, jawohl. So, 61, 42. So, zack. Kommen Sie her, der Herr. Hier werden Sie bedient. So, ich hatte jetzt aber noch keine Meldung, dass irgendwas alle ist, oder? Die Kassen sind voll, ist die Meldung. 125, 7, 6. Ja, dass die Kassen voll sind, kann ich jetzt erstmal nicht ändern. Bum, bum, bum. So. Drei Komma sieben zwei Karte und immer noch kein rosa Wasser. Zumindest nicht bei mir. Ja. Das nimmt heute wieder kein Ende, ne? Die rennen einem die Bude ein hier. So, 1, 2, 3. Ja, 14. Jawohl.
Ah ja, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Hier, Karte. Ich frage jetzt so. Aber jetzt haben wir mittlerweile so viele Produkte. Da ist mal so ein bisschen Abwechslung auf dem Band hier, ne? Rosa Wasser, rosa Wasser. Nutella, neuer Kuchen. Na, das ist, als hätte der Herr nur auf die neuen Produkte gewartet hier. Rosa Wasser. So, jawohl. Oh, ich habe den letzten. So. Dann machen wir auch mal zu. So, ich warte jetzt nicht, bis die fertig sind mit Kassieren. Wir sind ja schon über die Zeit. Ich lasse dir jetzt hier in Ruhe kassieren, in Ruhe einräumen. Und wir sehen uns zum nächsten Part, wenn ich gespart habe für die nächste Lizenz und den nächsten Ausbau. Okay, ihr Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.